So, wieder willkommen, das nächste Livestream hier von der Intech, mit Intech über den neuen Argus. Hier sind wir bei dem Workshop mit dem Herrn Vohl und dann schauen wir einfach mal ein paar Minuten zu, was es Neues gibt, was uns zeigen kann. Kann der auch Kaffee? Nee, noch nicht. Schade. Okay, wenn Sie das Gerät einschalten, sehen Sie halt hier im Prinzip die Anschlüsse und die Übersicht der Anschlüsse, die wir haben. Wähle ich halt im Prinzip das aus, was ich jetzt denke, was der Anschluss kann. Also XDSL, VNT, haben wir eine XDSL-Autoerkennung. Also wir erkennen, ob wir ADSL oder VDSL an dem Anschluss haben. Ich drücke einfach Start und der Tester fängt an zu synchronisieren. Wir fangen an mit VDSL. Da kann man die Reihenfolge zwischen ADSL. Die Reihenfolge kann ich angeben, ob ich ADSL oder VDSL zuerst testen möchte. Sinnvollerweise macht man das, was am häufigsten kommt, zuerst VDSL. Und so geht es dann am allerschnellsten. Dass ich dann schnell synchronisieren kann und sehe, was ich für Anschlüsse habe. Wir sehen jetzt hier. Ein Anschluss mit VDSL 12 Megabit. Ja. Ja, was stimmt jetzt hier nicht? Wir haben hier einmal. Tücken der Technik. Das ist echt ein Problem. Synchronisation findet statt. Wir gucken mal, ob wir jetzt eine ordentliche Datenrate haben. Ansonsten stimmt das mit dem Anschluss nicht. Dann geben wir eine Störung raus an den Provider. Genau. Dann geben wir gleich bei 12 Megabit wieder eine Störung raus an den Provider. Also hier wären jetzt 12 Megabit. Zu 1290 ist es eigentlich zu wenig. Es sollte 50 Megabit Anschluss sein. Hier kann man jetzt den Rückschluss ziehen, wenn ich am APL messe, dass der Anschluss falsch geschaltet oder falsch aufgelegt oder falsch konfiguriert worden ist. Aber nichtsdestotrotz können wir eben halt die Einwahl testen an dem VNT-Anschluss. Bei der Deutschen Telekom kriegen wir halt direkt die Rufnummern angezeigt, die dem Anschluss gehören. Bei den Reseller funktioniert das ja nicht richtig. Wir hatten mit dem Anschluss hier vorhin das gleiche Problem. Vielleicht dürfte ich den Herrn Vohl bitten, wir haben vorhin auch mit dem anderen Gerät das nochmal gehabt. Vielleicht können Sie in dem nochmal auch sehen, für diejenigen, die vorher nicht auf live draufgeschaltet waren. Haben wir die Möglichkeit? Einen anderen Anschluss zu geben, ja, klar. Ach, wir haben die Rufnummer, alles gut. Ach, alles klar. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe alle Rufnummern bekommen. Man kann also alle drei Rufnummern sehen, die ich an dem Anschluss habe. An meinem VoIP-Anschluss. Und von hier aus lässt sich über X. Und dann kann ich einfach die Telefontaste wählen und eine Rufnummer auswählen, die angewählt wird. Und im Hintergrund wird der VoIP-Ruf aufgebaut und sich angemeldet, registriert. Von 0
02351 90 701 02351 90 750 und hier ist eine Sprachkonserve hinterlegt, die automatisch abhebt, sodass ich mir hier die Einzelheiten zu dem Ruf anschauen kann. Jetzt habe ich eine Verbindung aufgebaut. Wenn ich möchte, kann ich problemlos einen Selbstanruf machen. Ich kann mal selbst anrufen, annehmen, Teststatus. Jetzt sehe ich drei Sprachkanäle, die aufgebaut worden sind, zu mir selbst. Einmal zu mir selbst, gehend kommt und allen gehenden auf die Sprachkonserve. Das ist der Datenfluss. Und das ist der Datenfluss. Das Ganze kann ich halt nochmal wiederholen. In Summe können wir 8 Sprachkanäle aufbauen, sodass wir den klassischen S0-Anschluss mit 4 Mehrgeräte oder 4 Anlagenanschlüssen abbilden können. Ja, man sieht auch, wie der Datenfluss höher ist. Und ich kann mir jetzt bei Bedarf zu jedem einzelnen Verbindung die Daten. Jetzt können wir diesen spielen. Wenn ich möchte, kann ich auch sagen, okay, ich möchte jetzt nochmal einen Download-Test machen. Und dann lasse ich im Hintergrund parallel noch einen Download-Test laufen. Ein 12 Megabit Anschluss. Schon buchen? Ja, die bieten auch schon immer an. Entweder selber oder auch beim vielen Distributoren. Kann sich jeder anmelden. Wo kann ich die Info nehmen, wenn die Kurse stattfinden? Auf unserer Webseite. Und auf der www.info-service, da stehen alle Teilnehmer. Nein, Quatsch. Alle Kurse, die es gibt, stehen dort. Genau. Alles klar. Dann bedanke ich mich natürlich auch für die kurze Einführung im Workshop. Vielen Dank. Und Intec, Testing Telekom Networks.